Grüß euch, meine Freunde und Abonnenten, meine stabile Community. Ich danke euch wirklich, dass ihr treu seid, Loyalität besitzt. So, ich möchte nur ganz kurz zu Mrs. TDK sagen: Der Boxkampf, wo ist der Boxkampf? Ha, Junge, du hast so lange geredet, du willst mir die Fresse polieren, du hast mir OTK-Schellen verpasst und du bist auf meine Freundin losgegangen. Oh, sie gehört zum Herd und bla bla bla. Und du bist auf meinen Sohn losgegangen oder deine Community hat, das ist ein No-Go, ja, beim elfjährigen Buben sowas zu schreiben mit Sachen Sorgerecht und so ein Scheiß. Sowas macht man einfach nicht, wenn mein Sohn liest das. Aber egal jetzt, wir kommen jetzt zum Thema. Und zwar, da gibt es einen YouTuber. Wenn das überhaupt ein YouTuber ist, wenn ich den überhaupt ernst nehmen soll, Patrick, sage ich dir später. Er hat mir in die Kommentare geschrieben, ihr könnt das alle lesen. Und Tarek hat gleich darauf geantwortet, zwar nicht auf meinen Kanal, aber auf diesen Kanal von Patrick, sage ich dir später. Ich sag nur gleich, jetzt, nicht später, jetzt sage ich dir es dir, Patrick, ja. Zeige mal dein Gesicht, ja, bevor du deine Fresse aufreißt, du Pussy Nummer 2, ja, der Tatig ist Pussy Nummer 1. Er verspricht was seiner Community. Ich halte mein Wort, ich boxe gegen dich sofort. Und wenn ich mit Tatig fertig bin, ja, dann bist du dran. Patrick, du kannst danach reinhüpfen in den Ring, in den Boxkampf. Legal natürlich, auf legaler Basis. Ja? Und wenn es nur ein Boxring ist mit Schnürdeln, ja? Es ist sowieso nach einem Schlag vorbei. Glaub es mir. Tadek, du bist nach einem Schlag K.O. Und Patrick, ja, was ich von deiner Stimme gehört habe, bist du ein junger Bur. Also halt du Pussy Nummer 2, deine kleine Fresse, ja, weil du hast überhaupt nichts zu melden. Und deine Kommentare kannst du, weißt du, wem schicken, ja. In Hugo. Weißt du, wer der Hugo ist? Der Hugo Boss. Fick dich, fick du dich und ja, was soll ich noch über dich sagen, Patrick? Was soll ich noch sagen über dich? Ich habe da jetzt gerade was gelesen, aber da gibt es nichts mehr zu sagen, ja. Du bist einfach wie Tadek, ein Vogel, ein Vogel. Ich kenne dich eh schon länger, ja, du hast schon öfter mit mir kommentiert. Ich merke mir die Leute, die bei mir Sachen schreiben, ja. Oder bei meiner Freundin, Tadek hat geschrieben, auch bei meinem ersten Kanal, alle Frauen können hinter den Herd. Ja, also so, also, denke ich mal, sage mal, meine Freundin hat sich so aufgeregt, ja, eh klar. Erst meine Freundin ist IT-Technikerin, das ist ein Männerberuf. Sie hat studiert ein Jahr an der Universität Wien, du Vogel. Weißt du, was die alles gelernt hat? Nicht einmal ein Zehntel hast du gelernt in deinem Leben, was meine Freundin gelernt hat, du kleiner Vogel. Und deine Community hat an meinen Sohn, an meinen elfjährigen Sohn, Sachen geschrieben, die was überhaupt nicht in Ordnung waren. So was schreibt man einem Kind doch nicht mit Sorgerecht hin und her. Das geht euch auch gar nichts an. Ich habe gesagt, geht's auf mich los? Kein Problem. Ich mache die Videos. Ja? Nein, sowas geht mir am Nerv, wenn ich plötzlich unten da ein Kommentar lese, ja, was gar nichts mit dem Video zu tun hat. Und dann noch so ein Rambo. Ja? Aber du bist ein Internet-Rambo. Ja? Ich habe es ja gesehen auf deinem Kanal. Kleiner Tschuxl, ja. Ein Tschuxl, ja, wenn du überhaupt weißt, was das ist. So Leute, an alle anderen, Peace, Grüße gehen raus an Alex, Xander,
Grüße gehen raus an Hesel. Ich hoffe, es geht ihm schon besser mit der Hand. Grüße gehen raus an Amir hier. Ich hoffe wirklich, dass du nach Wien kommst. Ich zeige dir ganz Wien. Den Prater, die Donauinsel. Du würdest hier wohnen am Wilhelminenberg. Aussicht auf ganz Wien. Amir, you are welcome in Vienna. Really. Du bist herzlich willkommen in Wien. Hundertprozentig. Ja. Und ja. Schöne Grüße an den Mo, gehen auch noch raus. Und ja, das war das Ende. Okay, also Leute, Peace.